Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem Mid-Year Book Tag. Ich habe in letzter Zeit immer öfter Mid-Year Book Tags von meinen amerikanischen YouTuberinnen gesehen, die ich so gucke. Und ich dachte, ich schließe mich dem einfach mal an, weil ich möchte nämlich mehr Buch-Content machen und ich weiß immer nicht so ganz, wo ich anfangen soll. Und deswegen dachte ich mir, warum fange ich nicht hier an? Einfach beim Mid-Year Book Tag. Und deswegen sind wir jetzt hier. Ich habe alles schon zusammengesammelt an Büchern, die ich heute besprechen werde. Das Jahr ist jetzt schon ein bisschen mehr als zur Hälfte um. Wir haben heute den 14. Juli. Ich bin ein bisschen spät dran, aber ich dachte mir, ich mache trotzdem noch mit. Hatte die letzten Wochen so viel zu tun und ich war so busy, dass ich es noch nicht geschafft habe, dieses Video aufzunehmen. Aber es ist ja quasi immer noch Mitte des Jahres und deswegen machen wir heute den Mid-Year Book Tag. Ich habe die Fragen geklaut von Sarah Carole. Es ist wirklich, Sarah ist meine absolute Lieblingsbuch-YouTuberin. Ich gucke sie so gerne. Ich gucke auch jedes Video instant, wenn es rausgekommen ist. Und als sie den Mid-Year Book Tag gemacht hat, dachte ich mir, ich muss auch mitmachen. Fangen wir einfach mal an. Die erste Frage ist, wie viele Bücher hast du bisher gelesen im Jahr 2024? Und Leute, ich habe 25 Bücher bisher gelesen. Das ist genau die Hälfte von meinem Goal. Also mein Ziel ist es, 50 Bücher zu lesen dieses Jahr. Und ich habe hier ja meine Seite in meinem Bullet Journal, wo ich auch mit Farben die Bewertung reinmale. Ich habe die Hälfte geschafft. Ich meine, wir sind jetzt ein bisschen über der Hälfte des Jahres. Das heißt, ich bin ein bisschen behind. Ich bin ein ganz kleines bisschen behind schedule, aber ich bin eigentlich zuversichtlich, dass ich das noch schaffe und vor allem zum Herbst, Winter hin wieder mehr lesen werde auch. Ich hatte jetzt eine kleine Phase, wo ich weniger gelesen habe, auch so im Frühling. Aber ich glaube, dass ich es schaffe. Die zweite Frage ist, das beste Buch, was du bisher gelesen hast in 2024. Und Leute, da musste ich nicht lange überlegen. Es ist wirklich mein absolutes Lieblingsbuch of all time, instant geworden. Sorry übrigens wegen der Lichtverhältnisse. Es wechselt hier die ganze Zeit zwischen sonnig und bewölkt. Auf jeden Fall mein favorite Buch of all time. Ich habe es im Februar gelesen und war instant verliebt, ist Magnolia Parks. Ich liebe dieses Buch. Ich liebe die Charaktere über alles. Ich freue mich schon auf den Tag, an dem ich es nochmal lesen werde. Ich habe auch schon mir den Guide ausgedruckt für den Tandem Read mit Daisy Hates. Und ich denke, ich werde es erst nochmal lesen, wenn der nächste Daisy Hates Teil rauskommt und ich vorher dann nochmal alle 5 Bücher lese. Das ist wirklich meine Bibel. Meine Bibel. Ich liebe die Charaktere so sehr, wirklich. Ich bin auch verwirrt. Also es sind gar nicht so viele Tabs im Buch. Also es sind schon einige. Aber ich glaube, wenn ich es nochmal lese, werden da noch ein paar Tabs hinzukommen auf jeden Fall. Aber wirklich, es ist einfach Perfektion für mich, dieses Buch. Ich liebe die Gefühle, die da drin vorkommen, die Charaktere, die so echt sind. Ich lieb's. Favorite Buch of all time. Nächste Frage ist, die beste Fortsetzung, die ich dieses Jahr gelesen habe. Und ich dachte kurz, dass es King of Sloth gewesen wäre. Dann ist mir aber eingefallen, dass ich King of Sloth keine 5 Sterne gegeben habe. Aber dafür habe ich am Anfang des Jahres King of Greed gelesen. Und King of Greed fand ich wirklich gut. King of Greed habe ich 5 Sterne gegeben. Das ist von Anna Huang, die King of Sins-Reihe. Billionaire Romance. Ich bin an sich kein großer Fan von Billionaire Romance, aber ich finde die King of Sins-Reihe richtig, richtig gut. Und King of Sloth war ein Träumchen zum Lesen, wirklich. Kann ich nur empfehlen. Ich meine auch, dass King of Greed dieses Jahr rausgekommen ist, also Anfang des Jahres, weil ich die Bücher eigentlich immer instant gelesen habe. Ja. Nächste Frage ist, neue Releases, die ich noch nicht gelesen habe. Und da habe ich 2 Bücher, beziehungsweise 1, was ich auf jeden Fall demnächst lesen möchte, und zwar Just for the Summer von Abby Jimenez. Das ist jetzt zum Sommer rausgekommen und es ist ganz, ganz oben auf meinem TBR für diesen Sommer. Ich wünsche mir nur die ganze Zeit, dass das Wetter auch ein bisschen sommerlicher ist, damit ich das lesen kann, weil ich habe das Gefühl, wenn ich hier irgendwie bei Regen sitze, ist es nicht so der Vibe, das zu lesen. Aber das ist auf jeden Fall ein Release, den ich gekauft habe schon, aber noch nicht gelesen habe. Die nächste Frage ist, der Release, auf den ich mich am meisten freue oder auf den ich am meisten gewartet habe. Ich muss sagen, nachdem ich Magnolia Parks angefangen habe, war natürlich Magnolia Parks Into the Dark mein most anticipated Release. Ist jetzt aber ja natürlich auch schon ein paar Monate her. Jetzt gerade ist für mich der most anticipated Release auf jeden Fall Reckless. Ich habe es auch schon angefangen und ich lieb's. Ich habe Powerless gelesen. Ich habe es sehr gemocht. Ich habe Powerful in 2 Tagen durchgebinged. Und jetzt bin ich bei Reckless angekommen und ich bin so hyped drauf, das zu lesen, wirklich. Deswegen, das ist gerade mein most anticipated Release von diesem Jahr. Es ist nämlich gerade erst letzte Woche rausgekommen.
oder vorletzte? Meine Güte. Die nächste Frage ist, was war die größte Überraschung? Und ich muss wirklich sagen, Leute, ich habe sehr, sehr lange dieses Buch vor mir hergeschoben. Ich hatte vor genau einem Jahr die Reihe angefangen und habe dann vor Monaten weitergelesen und habe dann ganz, ganz lange mich davor gedrückt, das Buch zu lesen. Und zwar ist es As Good As Dead. Und ich muss wirklich sagen, das war wirklich die größte Überraschung. Hätte ich gewusst, wie gut dieses Buch ist, hätte ich es nicht so lange vor mir hergeschoben, es zu lesen. Aber wirklich, oh mein Gott, ich habe nicht damit gerechnet, dass mir dieses Buch so gut gefallen wird. Ich glaube, ich habe schon mal in einem Video drüber gesprochen, aber ich habe dieses Buch gelesen und ich habe wirklich die ganze Zeit den Kopf schütteln müssen, weil es so absurd ist, aber auch so gut absurd gewesen ist. Also falls ihr Good Girls Guide to Murder noch nicht gelesen habt, kann ich es euch auf jeden Fall empfehlen. Und falls ihr noch nicht durch seid mit der Reihe, trust me, read it. Es ist wirklich so ein gutes Buch gewesen. Es ist halt YA Murder Mystery und das liebe ich komplett. Es ist wirklich eins meiner Lieblingsgenres. Vor allem dieses Buch hat mich wirklich komplett abgeholt. Also es war das beste Buch aus der Reihe für mich. Die nächste Frage ist, ein neuer Lieblingsautor oder eine neue Lieblingsautorin, die ich vorher noch nicht kannte oder ihr Debüt hatte. Ich glaube, ich habe kein Debütbuch gelesen dieses Jahr, aber eine meiner neuen Lieblingsautorinnen, die ich dieses Jahr für mich neu entdeckt habe, ist auf jeden Fall Emily Henry. Ich habe Funny Story und Happy Place von ihr gelesen und ich muss wirklich sagen, ich bin komplett verliebt mit ihrem Stil, wie sie schreibt und mit ihren Geschichten. Ich habe als erstes Funny Story gelesen und ihr seht, ich habe hier nicht so unendlich viel getappt, aber bei Happy Place ist das ganze Buch voller Tabs. Ich habe wirklich, Happy Place geliebt. Ich habe dieses Buch wirklich über alles geliebt. Und ich freue mich so, so, so sehr, noch ihre anderen Bücher zu lesen. Ich habe hier noch Book Lovers, was ich auf jeden Fall lesen werde. Und Beach Read werde ich mir wahrscheinlich erst nächstes Jahr kaufen, weil ich möchte es schon gerne auch am Strand lesen. Und ich bezweifle, dass ich dieses Jahr noch an den Strand fahre, aber wer weiß. Genau, aber ich bin einfach, ich mag ihren Humor. Ich finde den nicht zu cringy. Ich finde den richtig schön. Und ich mag einfach, wie die Bücher geschrieben sind und auch die Charaktere, dass sich das irgendwie so ehrlich und real anfühlt und nicht so perfekt. Das mochte ich auch bei Funny Story sehr. Auf jeden Fall eine meiner neuen Lieblingsautorinnen dieses Jahr, die ich entdeckt habe. Die nächste Frage ist, ein Buch, welches mich zum Weinen gebracht hat. Und ich kann eigentlich direkt wieder Happy Place in die Hand nehmen. Also dieses Buch war wirklich so schön und an manchen Stellen so emotional, dass ich auf jeden Fall die ein oder andere Träne hier vergossen habe. Und wobei ich auch noch geweint habe, ist natürlich Magnolia Parks Into the Dark. Oh mein Gott! Dieses Buch ist so emotional. Und wenn ich manche Quotes lese, werde ich immer noch mega emotional und muss auch immer noch weinen. Also das ist auf jeden Fall auch einfach so schön gewesen auch. So schön und so traurig zugleich. Und weirdly hat mich auch dieses Buch zum Weinen gebracht. Don't Ask. I don't even know. Am Ende habe ich heulen müssen. Bei einem YA Murder Mystery Buch. Macht damit, was ihr wollt. Und als nächstes das Gegenstück. Ein Buch, was mich sehr glücklich gemacht hat. Und auch da, also was soll ich sagen, Leute? Emily Henrys Bücher machen mich verdammt glücklich. Also sowohl Happy Place als auch Funny Story haben mich verdammt glücklich gemacht, weil es einfach so schön war. Vor allem bei Happy Place, die ganze Freundschaft in diesem Buch, das Setting, was beschrieben worden ist, hat mich unfassbar glücklich gemacht. Also mega, 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 mega. Die nächste Frage ist, das schönste Buch oder das schönste Buchcover, welches ich dieses Jahr gekauft oder geschenkt bekommen habe. Und ich habe dieses Jahr wirklich viele Bücher geschenkt bekommen. Und ich muss sagen, auch wenn es, glaube ich, Standard ist oder beziehungsweise das sehr viele schön finden, das Cover, und es ein bisschen ausgelutscht mittlerweile ist, I guess, finde ich trotzdem, ist Once Upon a Broken Heart das schönste Buchcover von den Büchern, die ich dieses Jahr geschenkt bekommen habe. Ich finde es einfach so pretty. Ich finde natürlich auch alle Magnolia Parks Bücher pretty, aber ich glaube, die habe ich alle letztes Jahr schon gekauft, außer natürlich Into the Dark. Aber das auf jeden Fall. Und tatsächlich, welches Buch ich auch noch gekauft habe, welches ich auch sehr, sehr schön finde, ist Yellow Face. Das Buchcover mag ich auch sehr gerne und ich habe halt mit Farbschnitt, ich meine, es ist halt nur schwarzer Farbschnitt, aber dennoch finde ich das Buch sehr schön. Die nächste Frage ist, Bücher, die ich dieses Jahr unbedingt noch lesen muss. Und ich meine, die Liste ist lang an Büchern, die ich lesen möchte. Aber was ich auf jeden Fall nicht mehr so lange vor mir herschieben möchte, ist auf jeden Fall Yellow Face. Also das möchte ich auf jeden Fall dieses Jahr noch lesen. Und was ich auch lesen möchte unbedingt, was ich noch nicht gelesen habe, was eigentlich so ein bisschen eine Schande ist, weil ich mich sehr auf diesen Release gefreut habe und ich es einfach immer noch nicht gelesen habe, ist Bright. Ich habe es direkt zum Release gekauft und nicht gelesen. Nee, stimmt gar nicht. Ich habe es geschenkt bekommen. Ich habe das Buch geschenkt bekommen, aber ich habe es noch nicht gelesen. Aber ich habe es mir vorgenommen für den Herbst, wenn es dann in Richtung cozy und dunkel und Vampir-Season geht, das
Buch zu lesen. Und ich bin echt gespannt. Ich habe von Ellie Hazelwood dieses Jahr ein Buch gelesen bisher. Und ich fand es gut. Ich fand es jetzt aber auch nicht hervorragend. Deswegen bin ich sehr gespannt, was dieses Buch mit sich bringt. Dann, obviously, was ich gerade auch schon lese, Reckless, muss ich dieses Jahr gelesen haben. Mache ich aber auch schon. Deswegen, ja, können wir das eigentlich abhaken. Was ich auch unbedingt noch lesen möchte, ist The Reappearance of Rachel Price, weil ich halt wirklich Holly Jackson so liebe und ihren Schreibstil liebe, ihre Mystery liebe. Deswegen freue ich mich auf das Buch auch sehr. Und was ich unbedingt auch dieses Jahr lesen möchte, ist Throne of Glass. Ich habe ja letztes Jahr, beziehungsweise ich habe dieses Jahr beendet, die Acatar-Reihe, beziehungsweise beendet, vorerst, es kommen ja noch Bücher. Und ich möchte unbedingt Throne of Glass lesen, aber halt so Richtung Herbst, Winter, um dann auch noch Crescent City lesen zu können. Und ich freue mich unfassbar darauf, wirklich. Richtig, richtig doll. Ich glaube, das ist auch einer meiner most anticipated Reads dieses Jahr, aber es sind halt keine neuen Releases, sondern ich habe mich halt in Acatar verliebt, ich habe mich in Fantasy-Bücher verliebt und ich freue mich einfach unendlich, Throne of Glass endlich irgendwann lesen zu können. Ah! Next question. Wie viele 5-Star Reads hatte ich. Wie gesagt, ich habe ja hier immer die Farben eingetragen und lila sind die 5-Star Reads und tatsächlich ist blau 6-Stars. Ich habe nämlich Magnolia Parks und Magnolia Parks Into the Dark 6 Sterne gegeben und insgesamt sind es 8 5-Sterne-Bücher. Das ist schon echt eine Menge. Von 25 Büchern 8 Stück mit 5 Sterne bewertet. Das ist eine gute Quote, würde ich sagen. Ich kann ja mal ganz kurz durchgehen, welche das sind. Es ist einmal King of Greed, einmal Magnolia Parks, dann Magnolia Parks The Long Way Home, Daisy Hates The Great Undoing, Magnolia Parks Into the Dark. Okay, es sind schon einfach 4 von den 8 Büchern Magnolia Parks. Also, dann Funny Story, As Good As Dead und Happy Place. Das sind meine ganzen 5-Sterne-Bücher von diesem Jahr. Nächste Frage ist, welches Buch ich dieses Jahr rereaden will, also nochmal lesen. Und ich glaube tatsächlich keins. Ich habe ja noch nicht vor so langer Zeit angefangen zu lesen und ich wüsste nicht, welches ich von denen, die ich bisher gelesen habe, nochmal lesen wollen würde. So schnell, also nach einem Jahr schon wieder. Ich möchte auf jeden Fall, wie gesagt, Magnolia Parks irgendwann rereaden, auch im Tandem-Read mit Daisy Hates. Aber habe es halt erst vor einem halben Jahr gelesen und ich glaube, ich möchte es ein bisschen noch abwarten, bis ich das nochmal lese. Und ansonsten, ich habe überlegt, Fourth Wing nochmal zu lesen, aber ich glaube, auch das macht erst Sinn, wenn die anderen Bücher draußen sind und ich alles nochmal am Stück lesen kann. Also ich merke nämlich ganz gut, dass wenn neue Bücher rauskommen aus einer Reihe, dass ich eigentlich immer ganz schnell auch wieder reinkomme. Ich habe mir gedacht, ich warte einfach, bis alle Bücher draußen sind und lese dann nochmal alles. Aber Fourth Wing macht so Bock zu lesen, wirklich. Ich liebe dieses Buch so sehr. Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow würde ich, glaube ich, irgendwann auch gern nochmal lesen, aber auch nicht jetzt. Ich habe nicht das Bedürfnis, irgendwas nochmal zu rereaden gerade. Deswegen keins. Ein Buch, welches ich enjoyed habe, aber es gemischte Reviews gab zu dem Buch. Ich glaube, jedes Buch hat gemischte Reviews. Ich habe auch bei Happy Place gesehen, dass es auf Goodreads echt einige schlechte Reviews hatte. Und dann lese ich mir das immer so durch und denke mir so, haben die recht? Ich glaube, die haben recht. Also, Happy Place habe ich, wie gesagt, ich habe da auch Sachen gelesen, wo ich mir dachte so, oh nein, bitte ruinier doch das Buch nicht für mich. Und wozu ich auch sehr gemischte Reviews gelesen habe, ist As Good As Dead, weil ich halt komplett enjoyed habe, wirklich. Ich kann nicht verstehen, wie man das nicht enjoyen kann, weil es ist halt Fiktion. Es ist fiktiv, Leute. Es ist einfach eine Story und just enjoy it. Ganz ehrlich, just enjoy the ride. Ich fand's nice. Ansonsten, sonst fällt mir keins ein. Und Leute, die letzte Frage ist, meine 5-Star-Predictions, also Bücher, von denen ich denke, dass sie 5 Sterne werden. Und ich glaube tatsächlich, dass Throne of Glass 5 Sterne wird, beziehungsweise eins der Bücher aus der Reihe, mindestens. Es sind ja 8 Bücher insgesamt, deswegen, I don't know, ich denke nicht, jedes Buch wird 5 Sterne sein, aber ich denke mindestens 3. Und was ich tatsächlich auch glaube, was 5 Sterne werden könnte, ist One of Us is Lying, weil ich einfach sehr, sehr, sehr auf YA Murder Mystery stehe und auch auf dieses Buch mega gespannt bin. Aber ich kenne die Autorin noch nicht, deswegen, wer weiß, vielleicht wird es mir auch nicht gefallen. Ich habe nämlich von Sarah gehört, dass sie es nicht so sehr enjoyed hat. Also, mal gucken. Und ansonsten, guck noch mal kurz in meine Kindle Unlimited Liste. Nee,
sonst weiß ich nichts. Okay, meine Lieben, das war mein Beitrag zum Mid-Year Book Tag. Ich schreibe euch die Fragen auf jeden Fall auch in die Beschreibung, falls ihr auch mitmachen wollt. Entweder halt als Video oder auch gerne in den Kommentaren. Also lasst mir gerne eure Antworten auch in den Kommentaren. Ich liebe es immer, mich über Bücher auszutauschen, neue Bücher kennenzulernen. Ja, ich freue mich sehr auf eure Antworten dazu. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Lasst mich auch gerne wissen, ob ihr den Bücher-Content enjoyt und ob ich mehr machen soll. Ich würde auch unfassbar gerne immer noch einen Reading-Vlog machen, aber ich bin einfach die ganze Zeit so lost. Irgendwann mache ich einen. Versprochen. Vielen Dank fürs Zusehen. Habt einen wunderschönen Tag. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne in die Kommentare eure Antworten auf die Fragen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bye!